Muss ich wieder gegen Josh. Achso, ja, Josh. Sekunde. Gut, läuft. Rom! Wäre jetzt halt Worst Case, ne? Ich falle hier mit Erinnerungsüber, dass der Stuhl bleibt hängen und ich roll rückwärts auf den WC drauf. Das wäre witzig. Autsch. So lustig hatte ich mir meinen Aufenthalt nicht vorgestellt. Tut mir leid. Macht die ganze Aufnahme kaputt. Nein, kein Soll. Jeder rassistische Witz wird rausgekattet. Oder halb rassistisch. Das wird alles so zusammengeschnitten, dass wir nur noch so rassistische Sachen sagen. Er hat einmal schwarz gesagt. Schwarz! Dark Pick. Die Loot-Perücke! Was willst du da sagen? Er trägt eine Perücke? Natürlich. Blaue Haare gibt es nicht. Sagt Chrom. Meine Bombe! Hast du Durst? Wir würden noch mal einkaufen, vielleicht dann. Okay. Hätte jetzt auch billig mehr für mich hingestellt. Können wir ja mitnehmen. Ja, also wir gehen wieder in Leiter. Nein, 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 nein. Oh, Scheiße, stimmt. Der Junge muss nämlich immer meinen Einkauf machen. Brauchen wir den Wagen dann? Wahrscheinlich, ne? Ja. Ja, wir gehen. Ja, doch. Ich frag mal, ob wir noch mehr einkaufen können. Ich hab den nur auf Spaß genommen. Ich kann gar nicht gut mit ihm spielen. Der ist auch echt nicht gut geworden. Oh Scheiße, oh Gott, ey. Das letzte Mal habe ich mit dem gespielt, als ich den Classic Modus mit ihm gemacht habe. Kannst du mal aufhören, das jedes Mal zu fangen? Nein! Meins! Ich benutze die aus einem guten Grund. Das ist nicht der, damit du die fangen kannst. Ja, Mann. Jo, Kreis, jetzt. Ich wurde überfahren. Mal gucken, was hier meine Angriff ist. Gabel, Suppi. Oh ja! Lecken! Okay. Das ist mein Lieblingsangriff. Wirklich, ungelogen. Jetzt geh mal kaputt, ey. So ein knuffiger Angriff. Wow! Nein, das war die falsche Richtung! Ja, ich kann nicht mit dir spielen. Angriff! Gott, ist echt. Ich hab heute kontern. Jetzt muss ich mal zeigen, was ich drauf habe. Okay. Oh je. Yeah. Warum habe ich nicht mitgekriegt? Ich hätte Roy nehmen sollen. Warte, was am Rivers für? Bleib halt einfach bei einem. Ich kann auch nur den einen richtig gut. Ja, wir machen dann später einfach wieder dieser Zufall. Natürlich. Das ist halt echt hart lustig. Ja, Oli mal zu sehen ist so lustig. Oliver! Das war voll laut, das war schön. Was? Ups! Ja, ich sollte. Vielleicht sollte ich Roy. Roy ist sexy. Oh, wenn man es lang sieht, ist es gar nicht mehr so laut. Okay. Mach ich dann so einen harten Zoom drauf. Ich vergesse die ganze Zeit, dass man mit Start nicht auf OK kommt. Das ist richtig. Also ich hasse das. Ich finde das auch total nervig. Deswegen brauche ich auch immer so lange, weil ich drücke am Anfang immer Start. Ja, nicht weil du schon noch nicht Handy guckst. Ja, Fokus. Schade, dass meiner nicht hier dabei ist. Ich habe einen, der ist Joshua Arsch und Joshua. Hast du Joshua Arsch? Ich hab den nur gemacht, damit die da sind. Ich hab die nicht. Ja, ich mag die eigentlich. Wer kommt jetzt noch hier? Joker, ne? Joker, ja. Joker. Ich hoffe, Joker wird richtig gut. Ich wünsche es. Hoffe ich auch. Weil Joker ist cool. Alter, hat Josh gerade Blackface so gemacht. Max, danach musst du gehen, Josh, ne? Und dann können wir einkaufen. Dann haben wir nämlich zwei Runden durch. Ja, alles gut. Ich muss immer schauen, was die erst noch für Attacken konnten. Also diese B-Attacken. Das fand ich jetzt witzig. Aber das ist halt echt ein großes Problem bei Josh, weil der kann sich ganz schnell adaptieren an alles Mögliche, was er spielt. Ich weiß nicht, wie das geht, aber der ist immer ganz. Der kann das auch ein Jahr nicht spielen und dann ist er aber ganz schnell wieder drin.
Okay. Hui! Oh, der sieht auch echt aus wie so ein Joschka. Joschka! Oh, sch. Wenn man sehen würde, wie seine Kinder in 18 Jahren aussehen würden, und man das sieht, würde man den Joschka nicht. Nein, oh Gott! Dem sein Konter hält so lange an! Du hattest 130%, Mann! Richtig! Ja, nein, ich sag... Das war ein Smash-Angriff! Nein! Guck dir mal den Unterschied zwischen zum Beispiel Incineroar und hier die ganz Feuerblieben. Incineroar hat ja auch keinen Konter. Ja, naja, nein, das ist kein Konter. Ich würde es trotzdem als Konter bezeichnen. Es ist ein Konter. Es ist halt kein guter Konter. Also, funktioniert halt komplett anders. Das ist Spiegelcape. Auch nicht. Das ist Vergeltung, heißt das. Das war lustig. Nein, war es nicht. Oh, Vergeltung. Ich bin zu früh gesprungen! Jetzt ist die Rage weg. Ja, aber nur bei dir, weil du so geil bist. Okay, das war anscheinend so eine komische Superarme. Ich hab auch Superarme. Superarme. Oh, der Fachbegriff lautet Superarme. Ich hätte den Boxer nehmen sollen. Mit dem Boxer kann ich mich besser spielen, tatsächlich. Ich glaube, ich habe noch nie mit denen gespielt hier. Ich weiß ich wollte die einfach mal ausprobieren und ich fand die... Ich wollte die nicht so spielen. Ich finde die blöd einfach. Also ich finde sie als Charaktere scheiße. Schön, dass es die gibt, aber... Das ist einfach wieder diese Funktion der Switch und Wii irgendwie versuchen einzubauen. Naja. Aber ey, lieber haben als nicht haben, finde ich dann. Für die richtig gerne mit den Spielen, freue ich mich und der Rest ja. Wird mir egal. Juckt mich ja auch nicht, dass Sheik drin ist. Obwohl ich mit dem auch nicht spielen kann. Aber Sheik ist aber auch extrem schlecht geworden. Aber es juckt mich, dass Olima hier drin ist. Wieso? Nintendo kann ja Olima. Ist geil. Außerdem hat er seine Namensberechtigung. Oliver heißt er übrigens. Olimer Mario. Olimer. Wow. Dem sein Konter finde ich auch total gut. Also er ist so krass stark. Das wirkt, glaube ich, immer nur so. Weil, ich weiß, weil die Art, wie das Zeug hochgeworfen wird und so, ist ja ganz anders als in den anderen Smash-Dingen. Oh. Das wirkt alles, glaube ich, nur so. Dumm. Er hat sich in den Tod gekontert. Ja! Ja! Warum strahlt hier die Freude aus? Was soll das? Ne? Ist das Gesicht hier Augen gehabt? So, Josh. Ne, ist 1-1 noch. Oh. Okay, jetzt. So, Josh! Ich nehm einfach mal. Ich halt einfach. Damit du von dir selbst besiegt werden kannst, denn du selbst bist dein Schlimmster Gegner. Das ist ja nur so ein Kasper, den ich basteln muss. Nein, der heißt Marv. Ja und? Ja und? Das könnte alles bedeuten. Bei mir steht Marvin drunter, das bin ich. Oh Mann, ey, oh Gott, oh Gott. Vielleicht kann ich doch nicht so gut. Er ist ja auch kein Boxer, er ist Pirat. Kein Pirat ist Boxer. Natürlich. Stimmt. Welcher Pirat ist Boxer? Captain Jack Sparrow. Ist das ein Boxer? Nein, keine Ahnung. Glaube nicht. Oh, der hat... Er ist Kingdom Hearts Charakter, das ist er. Das stimmt. Oh, das... Der hat nicht die Angriffe, die ich gerne hätte. Ach, gerade. Das gibt's ja gar nicht. Da gibt's doch das gibt's. Irgendeinen Trick dahinter. Nein, du kannst das Schwert haben. Ja. Siehst du? Au. Ja, scheiße. Wer sagt das so oft Scheiße? Entschuldige, ist das. Musst du schlimm? Alles rauspiepen, mein ja, das wird demonetarisiert wird das. Okay. Ich bin voll bereit. Das sehe ich. Oh, was ein Scheiß. Das musst du drin lassen. Ich bin voll bereit, stirbt. Oh, daneben. Okay, jetzt. Können wir danach einen neuen machen, der die besseren Angriffe hat, bitte? Du kannst da welche machen, wenn wir gerade einkaufen sind. Ich will nur einen haben, der die Angriffe hat. Egal, du brauchst hier einen. Mann, ey. Meine Fresse. Boah, was? Bin ich denn jetzt geflogen, ey? Aua, voll das Kinn getroffen. Nein, ich will wenigstens... Das ist alles, was ich noch wollte. Jetzt kann ich... Ja. ...von dann ziehen. Das ist irgendwann... Was zum Teufel ist das? Das ist der Bouncing Fish, Mann! Das ist Samus. Ja, oh shit! Was? Ich weiß nicht, was ich mache. Sterben.
So badass war das. Schon. Schon 10 Uhr. Tja, da hab ich irgendwie verloren. Ich muss schon eigentlich ins Bett. Fax. Stimmt gar nicht, wie M. Achso. Meine Freundin, die hatte von ihrem Abi-Pullover, die hatten so ein Disney-Thema. Und hatten so eine Disney-Schrift und dann hatten sie eine in der Klasse, die hieß Aya. Achso, Entschuldigung. Die hieß Aya Feline, also eine Japanerin. Und ich habe so gelesen. Ey, ist ein Appa. Weil das Y wie ein P aus. Du sagst ja auch mal Disney. Du sagst ja auch mal Disney, ne? Und dann dachte ich, wer ist Appa? Und sie die ganze Zeit überlegen, weil sie nicht wusste, wer könnte das denn sein. Wir hatten keinen in der Klasse, die so heißt und so. Hab ich so vorne drauf geguckt, sehe so, das ist ein Y und dann. Okay, ich meine, Aya meinte ich übrigens. Bin ich jetzt der Dumme hier? Oder die Druckerei? Wie war das?